Hallo und Fred, Speaker Workshop. Ja, meine Bragi-Testboxen sind jetzt tatsächlich fertig geworden. Bin jetzt erst ein paar Tage aus dem Urlaub zurück. Deswegen kann ich euch noch nicht die fertigen Messergebnisse zeigen oder Höreindrücke. Das kommt dann später. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Mir ist ja ein ziemlich übles Missgeschick passiert, dass nämlich der Korpus schief war. Deswegen konnte ich nicht einfach die Front aufleimen. Ich habe das Ganze aber, glaube ich, ganz gut repariert. Man sieht hier, das ist schon ziemlich dick und fett. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe Feinspachtel benutzt, also Holzspachtel, den gibt es von Moltofil, nee, nicht Moltofil, von Molto. Und habe rundherum quasi eine ziemlich dicke Raupe gelegt. Das hält auch als Kleber sehr gut. Und habe dann nochmal schwarz nachlackiert. Das heißt, ich habe jetzt hier, ich sag mal, eine sehr große Schattenfuge. Es ist nicht perfekt, aber Gott sei Dank sind es ja auch nur Testboxen. So, ansonsten sieht sie, glaube ich, ganz gut aus. Mir gefällt sie. Man sollte nicht zu genau hingucken. Ja, ansonsten noch was Kleines Neues. Ich probiere ja immer gerne so Sachen aus. Ich habe hier mal eine andere Polklemmen benutzt. Habe ich mal wieder bei AliExpress bestellt. Ich weiß gar nicht, ich glaube 4 Stück, irgendwie 20 Euro, also nicht wirklich teuer. Die sind von CMC. Das ist wohl eine amerikanische Firma. Ich habe über die nicht wirklich viel rausfinden können. Die werden zum Beispiel gerne als Cinch-Anschlüsse benutzt oder von dieser Firma. Die haben hier noch so eine Besonderheit. Erstmal sind die richtig massiv. Und die haben hier noch eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier ist nämlich so ein Spannzangenmechanismus. Ich benutze ja diese Bananenstecker von WBT, die gespannt werden, die halten dann Bomben fest. Die haben im Prinzip dasselbe hier in die Polklemmen eingebaut. Das heißt, wenn ihr Bananenstecker benutzt, die nicht so super kontaktsicher sind, also zum Beispiel so Büschelstecker, die sind normalerweise nicht so toll. Die halten hier auch super fest. Ja, ansonsten sehen ganz schick aus. Ich tue es aber weg. So, ansonsten erste Messungen habe ich natürlich gemacht, um zu gucken, ob es soweit richtig verschaltet ist. Können wir uns jetzt gerne noch im Rechner kurz angucken. So, das sind die Messergebnisse auf einen Blick. Also, was habe ich gemessen? Einmal die Impedanz, dann den Frequenzgang, sowohl direkt davor auf Hochtönerhöhe und einmal so ungefähr im 30-Grad-Winkel und nochmal im Nahfeld, also im Prinzip direkt an der Membran dran, um mal zu gucken, wie es im Tiefton ist. Fangen wir mal an mit der Impedanzmessung. Das ist eine ganz typische Kurve. Hier im Tieftonbereich ein Höcker, so ungefähr bei 75 Hertz. Das ist dann auch so ungefähr die untere Grenzfrequenz. Das ist eigentlich typisch für geschlossene Boxen. Bei Bassreflex hat man dann zwei
von diesen Hackern. Und eine hier im Übernahmebereich von den beiden Chassis von Tieftöner und Hochtöner. Auch eine schöne saubere Kurve. Sieht soweit gut aus. So, dann habe ich eine Nahfeldmessung gemacht, um einfach mal zu gucken, wie tief geht es denn runter. Da ist der Pegel natürlich dann relativ hoch. Also sagen wir mal so ungefähr 108 dB im Maximum, heißt im minus 3 dB Punkt ist dann so bei 105 im Verhältnis. Also ich sag mal so ungefähr bei 70 Hertz, das reicht mir mit Tiefton, mit Zapfwoofer-Unterstützung absolut aus. Ist kein wirklicher Tiefbass, aber das passt schon. So, und wenn wir uns jetzt mal den eigentlichen Frequenzgang angucken, der ist jetzt psychoakustisch geglättet. Man sieht hier wieder im Tiefton diese fiesen, miesen Welligkeiten. Das liegt einfach daran, dass mein Bastelkeller viel zu klein ist. Das heißt also im Prinzip, interessant ist eigentlich alles das so ab 1000 Hertz. Ich sag mal hier dieser Bereich. So. Wenn ich jetzt mal hier irgendwo einen Bezugspunkt setze, sagen wir mal hier so ungefähr bei 90 dB. Das sind ungefähr 1 Watt bzw. 2,83 Volt. Wobei ich im Abstand von 50 cm gemessen habe. Das heißt, wenn wir mal 6 dB runterrechnen, kommen wir auf einen Wirkungsgrad von ungefähr 84 Dezibel. So, und was hier jetzt auffällt, ist zum einen mal, wenn wir mal den Tiefton rauslassen, dieser Höcker hier bei ungefähr 2000 Hertz, der ist knapp 2 dB zu hoch. Das ist noch ein Rest von dem Baffle Step, weil ich den Hochtöner ja so tief getrennt habe. Das heißt, das hier ist was, wo ich beim Hören drauf achten werde, wie sich das bemerkbar macht. Und das zweite ist hier diese Überhöhung so zwischen 12 und 14 kHz vom Hochtöner. Da geht ihr nochmal ordentlich aufwärts. Mal gucken, wie sich das bemerkbar macht. So, die 30 Grad Kurve, ja, ist ähnlich. Ich zeige sie euch mal gemeinsam. Nehmen wir mal nur die beiden. So, und da sieht man dann natürlich, der Hochtoner fällt im Pegel ab. Hier haben wir sogar eine leichte Überhöhung. Das ist so der Bereich, wo die Kanten von der Box stören. Das sieht soweit alles gut aus. Ja, wie gesagt, auffällig hier bei 2000 Hertz dieser Höcker und hier oben im Hochtonbereich. Ja, der Frequenzgang, der sieht jetzt natürlich nicht so wirklich super glatt aus, aber die Welligkeiten, die da drin sind, sind im, sag ich mal, tiefen unteren Mitteltonbereich einfach hier mein Keller vor allen Dingen. Dieser Mitteltonhöcker, mal gucken, ob der sich bemerkbar macht beim Hören. Ich habe eine Vorstellung, wie sich das anhört. Und diese Überhöhung im Hochtonbereich wird mir wahrscheinlich eher entgegenkommen, weil ich halt alte Ohren habe. Aber wir werden sehen. Was mich so am ehesten noch so ein bisschen stört, ist der Klirr, so um die 4.000-5.000 Hertz von dem Hochtöner. Aber es gibt noch ausgiebige Hörsessions und dann werde ich euch berichten. In dem Sinne, macht's gut, ciao.